Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic World. Ja, wir haben ja den Jurassic Park hinter uns gebracht und können jetzt endlich The Lost World Jurassic Park. Und da wollen wir auch sofort hin. Wo ist er? Ah, da muss ich hier rein. Okay, also... Wetten, das wusstest du noch nicht. Seine Schädelform ermöglicht ein Spinosaurus Fische aufzuspießen und kleine Dinosaurier zu jagen. Doch, wusste ich. Ah, Dr. Markham. Wollen Sie alte Lagerfeuergeschichten mit meinem Onkel austauschen? Ich war da, ich weiß, was passiert ist. Und Sie auch. Ingen untersteht jetzt meiner Verantwortung, Doktor, und ich werde unsere Interessen zu wahren wissen. Sie hatten damals recht und ich Unrecht. Hätten Sie erwartet, dass ich das jemals zugebe? Isla Nubla diente nur Präsentationszwecken für die Touristen. Anlage B war die Produktionsstätte. Sie lag auf der Insel Sorna. Vor einigen Wochen stieß eine britische Familie bei einem Yachtausflug zufällig auf die Insel. Der Aufsichtsrat hat diesen Vorfall ausgenutzt, um mir die Leitung von Ingen wegzunehmen. Es gibt da also noch eine zweite Insel mit Dinosauriern, diesmal ohne Zäune und so? Und Sie wollen da Menschen hinschicken? Ich brauche eine Fotodokumentation über diese Tiere. Sie haben doch nicht Sarah engagiert. Ihr passiert nichts. Und glauben Sie mir, das Forschungsteam wird... Das ist keine Forschungsexpedition mehr, es ist ein Rettungseinsatz, der sofort anläuft. Sie können nicht 3 Tage früher fahren wollen und erwarten, dass alles fertig ist. Ich habe noch nicht alles da. Dieses Zeug muss noch getestet werden. Hört mal, Leute, bis diese Fahrzeuge bereit sind, gehen wir nirgendwo hin. Damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Lego Jurassic World. Und zwar, wir sind hier bei The Lost World Jurassic Park, den zweiten Teil der Serie. Ja, und wir sind nicht Ian Malcolm. So, jetzt sind wir Ian Malcolm. Und ich brauche 3 Autos fertig zu machen. So, natürlich kann man auch wie immer alles kaputt machen. Und das tun wir doch. Erstmal alles sammeln. Na, komm, mach schon. Ich bin mal gespannt, wie sie es hier gemacht haben und wie das die Umsetzung des zweiten Teils ist. Gebe zu, vom Film her... Ich muss zugeben, also... der zweite Teil des Films war nicht so ganz so mein Ding. Hab ihn auch im Kino natürlich mir angeschaut. Erklär mir doch bitte nochmal, warum du nicht die Reifen holen kannst, Carl. Das Regal ist echt hoch. Da kriege ich Nasenbluten. Aber ich denke mal, dass... Kann ich bitte diesen Reifen holen? Ich kann nicht, ich gehöre eigentlich zum Management. Ja, ist okay. Darf ich jetzt endlich mal hier weiterreden? Aber ich denke mal, die Umsetzung... Wir brauchen diesen Reifen. Ja, ist doch gut. Mann, immer diese... Aha, da kriege ich die Reifen her. Was brauchst du? Ich sehe da nichts. Okay. Ein Blauer. Kann ich kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Okay, kann ich dich kaputt machen? Bestimmt. Nein, natürlich nicht. Wieder was gelernt. Akademiker wie Ian können komplizierte Gleichungen lösen. Oh, super. Ja, war es doch so. Und bauen. Ist das Teddy? Tatsächlich. Oh, kein Bonus.
jetzt da drauf. So. Aha, okay. Jetzt das Problem, ich bin nicht... Moment mal. Welche Farbe brauchen wir wohl? Jetzt habe ich sie im Mund. Why get? Okay. Es soll grün sein, damit uns die Dinosaurier nicht sehen. Oder willst du von einem T-Rex gemampft werden? Aber ich war das doch gar nicht. Unfair. Und da gucke ich nicht nochmal rein, blöde Düse. Hä? Aber... Okay. Nummer 1. Das brauche ich dich. Wer bist du? Eddie! Eddie bist du! Nummer 1. Nummer 2. Drück Y, um auf den Lego-Reifen zu balancieren. Ach Gott, ihr seid doch welche. La 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 la. Nur harten Druck auf die Reifen da, Leute. Na gut. Denkst du, du schaffst es, die Reifen zu montieren, Karl? Klar. Ich bin ja nicht völlig nutzlos. Moment mal. Also. Aha. Aha, was kommt da? Wie geil! Tada! Ist schon witzig. Nummer 2, bitte. Na. Gummi? Ach, steig einfach ins Auto. Nummer 2. Wie süß. Das ist schon süß, das Ganze hier alles. So, das kann ich bestimmt kaputt machen. Diese Motorenteile wollen einfach nicht halten. Kannst du es mal probieren? Okay, nur Mechaniker wie... Ich habe den Namen vergessen können mit einem... Aha, Lego Kabu. Reparieren. Okay. Dann machen wir das doch. Oh, ein Schraubenschlüssel. Ich habe einen Hammer benutzt. Das erklärt alles. Ja. Na hallo. Jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen. Ein wirklich lautes Kätzchen. Danke. Hat da jemand überfragt? Hinfahrt. Danke für die Vorwarnung, Eddie. Nick Vallone, das ist Ian Malcolm. Nick ist unser Fotograf. Ian ist unser... Ian. Und Nick. Jetzt brauchen wir den Trailer.
haben jetzt alle Fahrzeuge. Oh, Momentchen noch. Stabile Gegenstände wie. Die Schlüssel irgendwo. Das Brecheisen hat. Nein, das ist ein Schokoriegel. Oh, was ist das? Noch ein Schokoriegel. Und das? Ist noch ein Schokoriegel? Ich glaube, bei mir stimmt was nicht. Ja, und wie? Da sollten eigentlich noch zwei mehr drin sein. Ihr habt's gelesen. Okay. So, bäh. Nee, das war der falsche Knopf. Das ist bäh. Komm, 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 komm schon. Kannst du es doch einfach kaputt machen, klar. Du musst es ja auch nicht wieder reparieren. Ja. Puh, es hilft nichts. Dieser Motor bewegt sich nicht. Hast du eine Ahnung, wie man das Teil schieben soll, ohne sich was zu zerren? Oh Mann, hätte ich den Motor hierbei doch nicht mitgenommen, um mein Sofa zu verschieben. Hier ein paar Infos für dich. Aha, eine Kneifzange haben, wie zum Beispiel... Das wollte ich schon wieder Ian sagen. Ich vergesse die. Die Namen werden nicht zu mir. Können sichere Schlösser knacken. Okay, drücke hier für W, wenn da ist. Oh, war das noch drin? Das war drin. Okay, dann machen wir hier mal alles kaputt. Du? Ja, du! Die Kisten zum Abschießen. Ja, lass mich durch. Hey, hast du jemals von Sicherheitsvorschriften gehört? Mann! Dann bau mal. Wow, darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Aber war da oben nicht auch noch was? Komme ich denn da hoch? Richtig so, weiterschieben. Jawohl, komm, schieb, 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 schieb. Ah, komm schon! Okay, stopp! Hier soll er hin. Danke! Das ist ein Hochstand. Man steigt rein, fährt rauf und versteckt sich. Da oben. Eigentlich ist das eine bequeme Zubeißhöhe für Dinos. Eigentlich. Eigentlich. Und hoch! Komm schon! Nee, dafür brauche ich immer noch einen. So, komm her, dich brauche ich jetzt. Ach. Ach. Tada! Au, gut zu wissen. Lass mal alles kaputt machen hier, was es gibt. Kann ich deinen Schuh kaputt machen? Nö, ach dich interessiert das doch niemals, dass ich was kaputt gemacht habe. Nee, den falschen Kopf.
Okay, mal gucken, was hier ist. Aber wie kriege ich jetzt... Ich will ja hoch. Aber wie? Ah, da ist er. Ja. Gehört da nicht noch ein Dach auf das mobile Labor? Oder ist das die Roadster-Version? Naja, auf der Insel regnet es vielleicht. Wir sollten zumindest ein Cabrio daraus machen. Ich guck nochmal, ich geh nochmal zurück. Ich hab bestimmt irgendwas übersehen. Gehen wir noch mal hier runter. Aber hier war ich noch gar nicht. Und sammeln wir alles auf. Nicht, dass ich heiß, dass es heißt, dass ich wieder was vergessen habe oder sowas. So. Oh, Knochen. Okay, Fisch. Kann ich was bauen? Kannst du was bauen? Nein. Kann der Mechaniker was bauen? Ah, dafür brauchen wir Alan. Okay, gut. Hier geht's jetzt nicht weiter. Hat einer Scheiße gesagt. Genau. Da brauchen wir Alan für. Gut, dann wandern wir mal wieder hoch. So, bäh. Sehe ich das richtig? Ich habe ein Herz verloren. Ach ja, ich bin ja da, wo ich nicht hinkomme. Naja, mal gucken. Ich habe bestimmt das übersehen. Oh, haben wir hier alles drauf? Da ist das Dach. Okay. Also ich lasse mich mal wirklich überraschen, wie das jetzt hier wird mit diesem Teil. Wie gesagt, der war nicht so mal einer meiner Lieblingsfilme. Was Dinosaurier angeht, super klasse, war glaube ich der extrem viele Dinosaurier waren dabei. So, was muss ich jetzt hier machen? Diese Kiste. Die machen wir mal kaputt. So, bau, 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 bau. Tada! Ha, ich brauch dich. Repariere mal. Also es gab auf jeden Fall mehr Dinosaurier, die Welt sah auch klasse aus. Und zum Glück haben sie es gemacht. Oh, was muss ich denn jetzt machen? Ach, muss ich das machen? Ja. Aber er hat mich nicht ganz überzeugt, der Film, muss ich sagen. Erst wieder Jurassic Park 3 war wieder für mich sehr sehenswert und natürlich auch Jurassic Park 4 bzw. Jurassic World. Auch wenn viele doch meinen, nee, der ist nicht so toll, weil es Filmfehler gibt und sowas. Ja, in welchem Film gibt es keine Filmfehler, oder? Ich gehe ja zum Spaß rein. Mach nicht kaputt. Na? Bin ich exakt? Nein, muss ich nicht sein. Okay. Ja, so ist's besser.
Kelly, mein Schatz, da bist du ja. Was hat da so lange gedauert? Ich habe kein Taxi gekriegt. Oh, Liebling, das macht nichts. Hör mal, ich muss dir was sagen. Ich muss mit dir reden. Fährst du etwa weg? Ist nur für ein paar Tage. Eigentlich will ich ja überhaupt nicht weg, aber es ist leider ziemlich Dr. wichtig. Dr. Malcolm. Das ist ja voll cool. Ich habe in Dr. Hardings Telefon einen Peilsender eingebaut. Wir müssten also ein Signal empfangen. Und herzlich willkommen auf Isla Sorna, die Anlage B. Ja, und hier ist auch schon der Checkpoint. Haha, Checkpoint. Mal sehen, ob das Speichern jetzt besser geht. Speichern und fortfahren, danke. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie das hier alles wird. Auf Anlage B. Wie im Wolf, ne? Los. Bäh. Drücke X, um dich gegen Kompis zu verteidigen. Gegen Kompis zu verteidigen? Okay. Ich sehe keine Kompis. Wo sind die denn, die kleinen Viecher? Ach, da sitzt er! Kompis! Hopp! Ja, los, hopp, du auch! Komm, verpiss dich! Du auch! Pussy! Nein, nein, ja, ich weiß. Nee, nee, nee. Nee, 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 das ist für die Frau mit dem komischen Fetisch. Da brauche ich bestimmt einen anderen Charakter für. Nö, gibst du dann? Dich? Echt jetzt? Tatsächlich! Und Ian! Los, verschwindet, da ist noch einer. Kompi, komm! Nee, du! Es ist mir doch immer wieder ein Vergnügen. Eine Facke wie die, die... Wie die Ian hat. Wie die Ian hat. Um dunkle Gebiete zu erhöhen. Ja, das hätte ich vorhin. Yeah. Sarah! Cool, aber ich möchte noch was anderes machen. Ich möchte nämlich da es drauf schießen. Okay. Kann ich jetzt bauen? Nö. Bauen einfach nur ein paar Steine. Okay. Gut, dann gehen wir mal rein. Cool. Ah, da brauche ich einen Dinosaurier für. B. Aha. Ein Amboss, auch nicht schlecht. Kommen sie alleine hoch? Ja, kommen sie. Machen wir mal hier kaputt. Moment, ich will erstmal hier alles einpassen. Aber die Musik ist genauso episch. Also das muss ich ja sagen, in allen Teilen, die Musik war einfach nur episch. Ich brauche zwei, glaube ich, dafür, ne? Ach nee! Wie tricky!
Halt, den kriege ich doch bestimmt. Nee, aber ich weiß, ich glaube, ich wüsste wie. Genau so. Ich sag genau so und dann... ich sammle Diamonds. Ja, ist schon mal cool. Hier Teamwork wird auf jeden Fall... viel verlangt, das muss ich sagen. Super. Macht schon Spaß. Hopp. Schafft ihr alleine, ne? Bäh. Ja, und jetzt? Jetzt ist das zu. Was ist? Da kommt was Großes. Weiß, glaube ich, was es ist. Da weiß ich, was es ist. Ich habe den Film gesehen. Hallo. Nein, 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 nein. Das ist für die Frau mit dem Käfig. Kannst du das? Sarah! Sarah Harding! Wie viele Sarahs gibt es hier deiner Meinung nach? Er macht auch alles hier. Tada! Okay, ich bin zu leicht. Gut, das müsste dann wohl ausreichen. Hallo? Hallo? Ich muss auch jetzt darüber nur. Sie müsste ganz in der Nähe sein. Ist er auch. Nein, 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 nein! Junge. Wow. Das ist atemberaubend. Ja, ja, hu und ah, das sagt jeder am Anfang. Aber dann rennen alle um ihr Leben und schreien Zeta und Mordium. Kopi! Ich kann Karate hier und ihr nicht. So. Die nerven ja jetzt schon. Sitze nicht schön. Dinosaurier. Und so süß umgewandelt in Lego. Ja, ich weiß, aber ich will hier die Pflanze. Mann. Einen Scheißhaufen kannst du hier gleich überlassen für Dingens hier. Ihr wisst schon wen. So. Frösche sind so cool. Achso. Sammeln, sammeln, sammeln. Lass mich raten. Dafür brauche ich Erde. Tada! Ja, dafür brauche ich Erde. Ah, da juckt es. So. Und weiter. Wo bist du? Du, dich brauche ich. So. Thank you.
Fotografen wie, ich glaube, der heißt Nick, ne? Können an Kamerastellen Dinosaurier ablenken. Gehe für B. Okay. Fotografieren. Das sind einmalige Fotos, sagenhaft. Hey, Nick! Ian, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass Hammond dich rumkriegt. Hey, Eddie! Hi, Sarah. Oh, oh, oh. Habt ihr die Tiere gesehen, die gerade vorbeigezogen sind? Das war eine Familie. Ein Foto von ihrem Nest. Bin gleich zurück. Sarah, nein, nein! Bleib da! Sarah. Sarah. Sie ist viel zu dicht dran. Hier ist ein Checkpoint, hallo? Hier sind Dinosaurier, die mich jetzt killen wollen. Schießen Sie! Sie beschützen doch nur Ihr Baby. Oh, ihr macht... Aua! Komm, bau, 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 bau. Aber ich versuche noch mal mein Glück. Kann ich das auch kaputt machen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier hin, hier hin. Die alle mit ihren Schwänzen darum wedeln. Genau, du weißt jetzt, wo ich bin. Oh. Jawoll! So, hier war noch eins, hä? Komm hin. Komm. Dreh dich um. Dreh dich. Du sollst dich umdrehen, nicht mich umflanken. Ja, das tut doch weh und ich hab nicht mehr viel. Na komm, komm, dreh dich um, dreh dich um. Nein, nicht so. Okay, okay. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay. Jetzt? Nee, ist klar. Und jetzt? Ach so, okay. Oh, seid ihr fies. Oh, seid ihr fies. Bosskampf hier schon reinzupacken. Hier, das ist doch nicht wahr. Und B. Komm her. Ja, put, 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 put. Ja, put, 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 put. Achso, ganz schnell, 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 schnell. B. Ganz vergessen. Süß. Thank you.
Kann ich auf dich wechseln? Tut sich nichts. Ne? Aber was ist, wenn ich jetzt mit dir wechsle und da hingehe? Kann ich dann B drücken? Nee, das geht nur mit Alan. Also Alan kann das. Hier ist B. Oh Scheiße! Boah, was das Zeug fällt. Nee! Ach, nee! Da, wo ich den blauen haben wollte. Aber egal. Hopp, geh rein. Mach schon. So, hopp, 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 hopp. Und Foto. Nur Wasserdampf. Nehmt Erde. Wer hat das Feuer gemacht? Ich wollte euch nur was zu essen kochen. Es sollte fertig sein, wenn ihr zurückkommt. Oh, Kelly, ja. Kelly, du hast keine Ahnung, was hier los ist. Warst du wirklich die ganze Zeit im Trailer? Das kapiere ich nicht. Da steht ja InGen an dem Hubschrauber. Aber wieso? Warum schickt Hammond zwei Teams her? Isla Sauna, Level abgetroffen. Freispiel freigeschaltet. Kit. Drei Stück. Eddie Carr. Ian McKim, Isla Sauna. Nick Van Owen. Sarah Harding. Carlos, freigeschaltet. John Hammond, Vergessene Welt, freigeschaltet. Sammler Isla Sauna freigeschaltet. Beobachter Isla Sauna freigeschaltet. Van Owens Van freigeschaltet. Level abgeschlossen. Ich habe echt eins übersehen. Okay, Geschichte fortsetzen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und nicht vergessen, abonnieren und liken.